Vor langer Zeit lebte in einem Dorf ein Mönch, der sehr berühmt war und viele Schüler hatte. Eines Tages kam einer seiner Schüler zu ihm und fragte: "Meister, wer ist dein Lehrer? Von wem hast du dein Wissen erlangt?" Der Mönch lächelte die Frage seines Schülers an und antwortete: "Mein Sohn, ich habe viele Lehrer. Wenn ich anfangen würde zu zählen, würde es viele Tage dauern. Aber ich werde dir trotzdem von drei Lehrern meines Lebens erzählen." Dann sagte der Mönch: "Einer meiner Lehrer war ein Dieb. Einmal habe ich mich verirrt und als ich in einem weit entfernten Dorf ankam, wurde es bereits spät in der Nacht und alle Geschäfte und Häuser waren geschlossen. Schließlich fand ich einen Mann, der versuchte, über eine Mauer in ein Haus zu springen. Ich fragte ihn, ob er mir einen Ort sagen könne, wo ich für eine Nacht bleiben könnte. Er antwortete: "Es ist spät in der Nacht und es wird sehr schwer sein, zu dieser Zeit einen Platz zum Übernachten zu finden. Du kannst bei mir bleiben, aber ich bin ein Dieb. Wenn du keine Einwände hast, kannst du zu mir kommen und dort übernachten." Er war so eine nette Person, dass ich einen Monat bei ihm blieb. Jede Nacht, bevor er ging, sagte er zu mir: "Ich gehe arbeiten, ruhe dich aus und bete." Jedes Mal, wenn er nach Hause kam, fragte ich ihn, ob er etwas bekommen hätte. Er würde sagen: "Heute habe ich nichts bekommen, aber wenn es Gottes Wille ist, werde ich bald etwas bekommen." Er würde nie enttäuscht und traurig sein. Seine Lehren kamen mir zugute, als ich viele Jahre lang Meditation praktizierte, aber nichts geschah. Es gab viele Momente, in denen ich traurig und frustriert war und daran dachte, die Meditation aufzugeben. In diesen Zeiten erinnerte ich mich plötzlich an den Dieb, der zu mir sagte, dass, wenn Gott es wünscht, ich bald etwas bekommen werde. Das gab mir Kraft und motivierte mich erneut, hart zu arbeiten. Mein zweiter Lehrer war ein Hund. Es war einmal ein sehr heißer Tag und ich war durstig und suchte nach Wasser. Gerade da sah ich einen Hund, der zu einem Fluss lief. Als der Hund am Fluss ankam und hineinschaute, sah er einen anderen Hund, der sein eigenes Spiegelbild war. Der Hund erschrak, bellte es an und trat dann zurück. Aber weil er durstig war, lief er wieder zum Fluss, um Wasser zu trinken. Und das geschah viele Male. Schließlich sprang er trotz seiner Angst in den Fluss und das Spiegelbild verschwand. Als ich den Mut des Hundes sah, lernte ich, dass eine Person, die trotz ihrer Angst voranschreitet, definitiv Erfolg im Leben haben wird. Mein dritter Lehrer war ein kleines Kind. Einmal war ich auf dem Weg durch ein Dorf. Unterwegs sah ich ein kleines Kind, das auf dem Weg zur Kirche eine brennende Kerze trug. Ich fragte ihn scherzhaft, ob er diese Kerze angezündet habe. Er antwortete: "Ja, das habe ich." Dann sagte ich: "Es gab einen Moment, als die Kerze erloschen war, und dann kam eine Frau, als die Kerze brannte. Kannst du mir zeigen, woher das Licht kam?" Das Kind lachte und löschte die Kerze. Dann sagte es: "Hast du gesehen, wie das Licht weggegangen ist? Kannst du mir sagen, wohin es gegangen ist?" In diesem Moment wurde mein Ego zerschmettert und ich gewann Erkenntnis. Zu dieser Zeit erkannte ich, dass meine eigene Dummheit begonnen hatte zu lernen. Tatsächlich kann alles um uns herum unser Lehrer sein, wenn wir den Wunsch haben zu lernen. Wenn wir in unserem Leben schauen, werden wir feststellen, dass wir von jedem Menschen oder Lebewesen etwas lernen können. Wir müssen nur Durst nach Wissen haben. Dieses Leben wird uns viele Gelegenheiten geben, in der einen oder anderen Form einen Lehrer zu treffen. Daher sollten wir immer weiterhin gute Dinge lernen, indem wir in unserem Leben Schüler werden. Auch Buddha ging in seinem Leben zu vielen Lehrern, aber als ihn niemand zu seinem Ziel führen konnte, entschied Buddha, alleine seinen Weg zu gehen. Buddha hat immer etwas von den Geschehnissen um ihn herum gelernt. Einmal, als Buddha enttäuscht war, dass er die Selbstverwirklichung nicht erreicht hatte und beschloss, diesen Pfad zu verlassen, sah er ein Eichhörnchen, das versuchte, das Wasser im Teich zu trocknen, indem es seinen Körper benetzte und das Wasser schüttelte, nachdem es aus dem Teich herausgekommen war. Weil Kinder im Teich ertrunken waren, wollte sie ihre Kinder retten. Buddha sah, dass dieses Eichhörnchen sich trotz einer unmöglichen Aufgabe nicht entmutigen ließ. Warum sollte ich enttäuscht sein, weil ich mein Ziel nicht erreicht habe? Also setzte er seinen Weg fort und erreichte die Selbstverwirklichung. Deshalb denke nicht, dass irgendeine Person oder Kreatur kleiner ist als du, denn jeder kann dir etwas lehren. Solange du in deinem Leben etwas lernst,
wirst du auf dem Weg des Fortschritts in deinem Leben vorankommen. Wenn du denkst, dass dieses Video hilfreich für dein Leben ist, dann bitte liken und abonnieren. Jeder Like und jedes Abonnement ist nicht nur ein Klick, sondern ein Schub an Motivation, der meine Leidenschaft antreibt, weiterhin wertvolle Inhalte für dich zu kreieren.